Ich habe erst mal gefragt, was soll das sein? Und da hat mir einer gesagt, das ist eine Sitzgelegenheit. Die lachen alle drüber. Diese Sitzgelegenheiten sind ja extra dafür aufgestellt worden, um einem älteren Menschen die Chance zu geben, ein längeres Stück mit kleinen Verschnaufpausen wieder zurückzulegen. Oh, das ist viel zu hoch. Zwei Pfeiler in die Erde, Brett drauf, und dann ist die Sache schon in Ordnung. Nicht so ein Scheiß, was ich hier hingestellt habe. Endlich was zum Sitzen. Endlich was. Und da läuft hier eine Ameise. Ah, die ist weg. Komm zu mir. Kann sich aber nicht dazu setzen. Ja, da muss ich mich auf deinen Schoß setzen. So geht's ja auch nicht. Nee, bitteschön. Nee, das geht auch nicht. Nee, wir müssen schon stehen bleiben und gehen am nächsten und dann setzen wir uns wieder hin. Ne? Ja. Was wollen wir sonst machen? Aber es ist kalt. Wow. Ja, ich habe nur gestrickt Unterhose daheim. Möglich. Das ist unmöglich. Ja, das stimmt. Sitzt, ne? Also, und da kann nur einer sitzen. Und wo willst du jetzt dein Gepäck hin tun? Oder wenn du aufstehst. Ja, ich habe gerade noch einen Stock, aber du mit deinen Zweien. Naja. Es wird alles seinen Weg gehen und das alles nur machen. Also eine richtige Bank, das wäre das Richtige. Und aber so ein Ding da. Da hinten haben sie eine in die Hände. Wie ist es denn jetzt hier auf der Bank? Oh, ungemütlich. Richtig ungemütlich. Aber so für eine Minute mal da sitzen, dass die Beine mal wieder ausgeruht sind, das geht. Aber boah, nee, also eine gescheite Bank wäre das Richtige. Das ist unnützes Geld, was dafür gegeben wurde. Das ist überhaupt nicht machbar, sowas. Wenn es noch was aus Holz gewesen wäre und noch eine Bank oder irgendwie eine andere Möglichkeit, aber so einen Poller dahin zu stellen für die Hunde, das finde ich nicht korrekt. Das ist nur Geldmacherei. Ne? Und nur, um die Leute angeblich gefragt zu haben, es war eine Umfrage, das stimmt. Da waren Studenten da und die haben danach gefragt, wo würden sie denn sich ausruhen, wenn sie gehen, aber nicht auf solchen Stellen hier. Ne? Hier ist kein Geschäft, hier kommt keiner vorbei. Winter keine Streuflicht und das ist nicht machbar. Und bitte. Sauber machen. Da soll ich mich draufsetzen. Das ist immer so geil. Setzen. Bis zu spät. Na, weiß ich, ob mein Hintern drauf passt. Guck die alle hoch. Komm, starten.
Oh, jetzt geht's. Jetzt geht's. Oh. Das ist noch viel zu hoch hier. Das ist doch viel zu. Nee. Also da haben sie was geschafft, du. Nee, da. Du kommst. Also. Das ist doch. So geht's. So geht's. Aber kannst du nur aber nicht lang. Aber. Ja. Da rutscht die auch immer. Aber da rutscht die auch immer. Ach, jetzt mal entfaltet. Da auf die Bank, ne? Probieren. Ja, mal probieren wir mal, ne? Mal sehen, was da hingestellt hat. Mal sehen, gucken, was da hingestellt habe. Dann probieren wir es noch einmal. Oh, das ist viel zu hoch. Das, ach, das ist viel zu hoch. Da muss man auf die Zehenspitze stellen hier, dass man da drauf kommt. Hier. Und hier so Mitte auf der Straße hier, du. Nee, aber hier? Nee. Hier ist es nicht angepasst. Nee. Da muss ich nicht angehen. So. Alleine kannst du gar nicht hier sitzen. Nee. Also ich finde, das ist erstens mal am verkehrten Platz. Zweitens mal für alte Leute viel zu hoch. Also ich muss mich anstrengen, ich muss auf die Zehenspitze, damit ich da drauf und dann rutsche ich da jedes Mal oben runter. Also richtig ausruhen ist hier nicht drin. Ich würde mir eine schöne Bank und dann nicht hier an dem verkehrsreichen Platz, da gehen die alten Leute nicht spazieren, sondern da oben, wo es bergauf geht, da brauchen wir was. Da brauchen wir wirklich was am Sportplatz da hoch. Da wird wirklich Sitzgelegenheit gebraucht. Nicht kotzspielig. Zwei Pfeiler in die Erde, Brett drauf und dann ist die Sache schon in Ordnung. Nicht so ein Scheiß, was sie hier hingestellt haben. Ne? Also, Herr Bürgermeister, das ist wirklich der Clou, den sie geschaffen haben. Ich würde sagen, das Ganze ist ein ganz toller Witz. Damit Schluss. Und vor allen Dingen, wie ich gelesen habe, 150.000, da hätten wir aber verdammt Marmorbänke hinstellen können. Na, also da bin ich der Meinung, da hätte Marmor ausgereicht. Ne? Die Dinge sind total überflüssig. Ne? Wer heute sich nicht bewegen kann, so weit, der nimmt einen Rollator mit und setzt sich da drauf. Ich gehe auch viel raus und ich nehme mir eine Unterlage mit und dann setze ich mich auf einen Baumstamm oder irgendwo wohin. Und hier oben, da sind ja, ist ja eine, da steht 50 Meter daneben, da stehen Bänke und so ein Brunnen dabei. Ne? Und dann ist der vorne an der Mauer bei der Gaststätte Hahner, da ist einer, der steht am Bürgersteig so breit und da, im Winter ist der Bürgersteig gar nicht zugänglich, da steht extra bei, im Winter nicht benutzen. Und wie sollen die Leute da sich hinsetzen? Ne? Komisch. Ich habe erst mal gefragt, was soll das sein? Und da hat mir einer gesagt, das ist eine Sitzgelegenheit. Und da habe ich dann gesagt, bin vorbeigegangen, da habe ich dann gesagt, wie soll ich mich denn da drauf sitzen? Der steht ja schief. Ne? Und dann haben die gesagt, ja, das ist so von oben, da hat sich jemand was ausgedacht und was wollte er für die älteren Leute was Gutes tun. Aber ist doch uninteressant.